Wir wollen uns jetzt ein paar Hintergründe zum Internet anschauen und vor allen Dingen wollen wir uns kurz damit beschäftigen, wie ist das Internet eigentlich entstanden und wie hat sich es entwickelt. Ja, ihr seid alle damit aufgewachsen, das Internet als gegeben hinzunehmen. Wenn man ein paar Jahre zurückgeht, da gehöre ich dann noch dazu, kann man sich auch noch an eine Zeit ohne Internet erinnern. Und da wollen wir mal so ein paar Milestones anschauen, was ist da eigentlich passiert im Laufe der Entwicklung und was waren eigentlich wichtige Ereignisse. Und dann wollen wir uns anschauen, was passiert, wenn ich eine Webseite aufrufe. Also Aufruf einer Webseite, was passiert im Hintergrund, damit eine Webseite auf meinem Browser angezeigt werden kann. Ja, da passiert ein bisschen was, die kommt ja irgendwo her. Ihr macht irgendwas mit dem Browser. Was dieser Mechanismus im Hintergrund ist, den wollen wir uns einmal anschauen. IP-Adressen und Domains hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört und kennt vielleicht auch der eine oder andere. Wir wollen nochmal systematisch schauen, was ist eigentlich eine IP-Adresse, was ist eine Domäne. Und dann ein bisschen ins größere Bild, also wie ist eigentlich das Internet von der Architektur her aufgebaut und vor allen Dingen, wie funktioniert diese weltweite Vernetzung, was ist da wichtig zu verstehen und wie funktioniert das? Ja, wir fangen an bei der Entstehung und Entwicklung des Internet. Und ich hätte voranstellen sollen die Frage, seit wann haben wir eigentlich das Internet? Kann ich immer noch machen. Ich weiß nicht, das steht hier jetzt nicht so ganz explizit, aber seit wann ist es für den privaten Nutzer zugänglich oder seit wann nutzen wir das Internet? Hat da jemand eine Idee? Ja? 94? Das heißt aber nicht, dass du das seitdem nutzt wahrscheinlich, aber 94, warum, also weißt du auch, was da, warum? Irgendwie im Kopf, ja. Ja, das passt auch ungefähr. Also das koinzidiert hier mit dem ersten grafischen Browser 1993, also 94. Ich persönlich habe es erst 96 mitbekommen, mit meinem ersten E-Mail-Account damals, als ich in den USA als Austauschschüler war. Da war das Thema schon ein bisschen präsenter. Damals gab es noch Hotmail. Gibt es das heute noch? Ich glaube, es gibt es auch noch Hotmail-Adressen von Microsoft. Also das war ein Meilenstein, erster grafischer Browser und dann sozusagen ab 93 mit der Einführung des Browsers wurde es dann auch für private Anwender möglich, auf das Internet zugreifen. Was war vorher? Also wie hat man vorher auf das Internet, was es ja letztlich nicht in der Form, aber in einer anderen Form auch schon vorher gab. Es gab schon Netzwerkstrukturen und es wurden schon Informationen ausgetauscht, nur nicht über einen anwenderfreundlichen grafischen Browser. Vorher hat man das über Kommandozeilen gemacht. Da wurde über eine Kommandozeile, wie ihr das vielleicht auch aus MS-DOS noch kennt, oder in Windows gibt es sie immer noch, CMD, wenn ihr das eingibt, dann kriegt ihr so eine schwarze Kommandozeile. Darüber konnte man sich dann mit Servern verbinden und sozusagen Informationen mit dem Server austauschen. Das war nicht sehr benutzerfreundlich. Das haben eigentlich nur Leute gemacht, die sich da wirklich sehr intensiv mit beschäftigt haben und das war nicht allgemein zugänglich für die große breite Bevölkerung, sage ich mal. Also der erste grafische Browser 1994, da wurde das Thema dann auch für den privaten Gebrauch relevant und nutzbar. Das hieß natürlich noch lange nicht, dass wir dann sozusagen den Standard hatten, wie wir ihn heute haben. Wir werden gleich noch mal ein paar Beispiele sehen, wie damals bestimmte heute bekannte Webseiten auch aussahen. Aber vor allen Dingen war auch die Infrastruktur für das Internet noch überhaupt nicht vorhanden. Also es gab noch keine Breitbandleitungen, sodass jeder schnelles Internet zu Hause hatte, sondern das war alles noch nicht vorhanden. Und es fing gerade erst an, dass man sich dann eben mit sehr langsamen Modems über die Telefonleitung ins Internet einwählt, häufig dann eben in Konkurrenz stand zu der Schwester, die telefonieren wollte. Da hat man sich dann eine Leitung geteilt. Also das war und deutlich langsamer. Das kann man immer ganz schön daran deutlich machen, dass früher sozusagen der Browser uns gefragt hat, ob er Bilder runterladen darf. Ja, das wäre heute irgendwie, heute würde man eine Webseite ohne Bilder wahrscheinlich gar nicht mehr als Webseite erkennen oder da würde ein wesentlicher Teil fehlen. Früher war das auf Basis oder aufgrund der niedrigen Bandbreiten, die wir hatten, tatsächlich eine Frage, soll ich das Bild runterladen oder nicht? Weil wenn das Bild runtergeladen wird, dann dauert das halt ein paar Minuten, bis die Webseite angezeigt wird. Das war so, finde ich, sehr plakativ für den Stand, den wir damals hatten. Das hat sich zum Glück geändert, sodass wir heute mit solchen Problemen uns nicht mehr rumschlagen, aber wir wollen uns trotzdem mal anschauen, was war eigentlich davor. Also das ganze Thema
oder Vorläufer des Internet fing eigentlich schon 69 oder 70 an mit dem sogenannten ARPANET. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon mal jemand gehört hat. Das ist eine Initiative des Militärs gewesen in den USA. Da ging es darum, dass man eine dezentrale Infrastruktur schafft für die Kommunikation zwischen Universitäten hauptsächlich, also Forschungsergebnisse, die auch stark vom Militär natürlich gefördert wurden. Die wollte man untereinander besser vernetzen, austauschen und vor allen Dingen auch ausfallsicher machen. Also wir haben im Internet, ihr habt vielleicht gehört, dass das Internet keinen Schalter hat, wo man es ausschalten kann. Das ist eben dezentral. Es gibt verteilte Strukturen und ich kann einen Knoten, also einen Rechner im Internet, über verschiedene Wege erreichen. Das ist ein wesentliches Merkmal. Das heißt, es kann nicht passieren, dass über Nacht das Internet aus ist. Das kann für euch zu Hause passieren, wenn euer Provider aus irgendeinem Grund euch nicht mehr verbinden kann. Aber generell kann es nicht passieren, dass man durch einen gezielten Angriff zum Beispiel, und das war damals in den Köpfen, durch einen gezielten Angriff ein Rechenzentrum ausschaltet und alle Kommunikation lahmlegt. Das funktioniert im Internet nicht, weil es immer mehr als einen Weg gibt und es gibt eine sehr, sehr hohe Redundanz, was wie gesagt die Erreichbarkeit angeht. Und diese Ideen, die wurden hier in den Anfängen entwickelt. Also ARPANET hatte genau dieses Ziel und wir haben dann irgendwann, 81 steht hier, ich glaube 83 wurde es dann tatsächlich auch im ARPANET umgesetzt, die Protokolle, die wir auch heute noch kennen oder die Vorläufer davon, nämlich die TCP-IP im Wesentlichen, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, also wir kommunizieren im Internet oder unsere Computer vielmehr, kommunizieren über sogenannte Protokolle. Ein Protokoll ist letztlich einfach nur eine Menge von Regeln, die sagt, okay, wenn Empfänger A das schickt, dann muss Empfänger B das als solches interpretieren, sodass wir eine Kommunikation im Internet sicherstellen können, die letztlich auf einem Standard basiert. Und IP und TCP-Protokolle, das sind eben Standards, auf denen auch heute noch unser Datenaustausch basiert. Die wurden dann in den 80ern schon entwickelt, das heißt, die gab es schon eine ganze Weile länger. Entschuldigung. Und dann kam ein Service hinzu, den wir DNS nennen. Weiß jemand, was DNS bedeutet und wofür es gut ist? Wird auch heute selbstverständlich genutzt und wir nutzen das auch ständig. Das ist kurz für Domain Name Service und erlaubt es uns sozusagen nicht über kryptische IP-Adressen. Ihr wisst, euer Rechner oder Webseiten haben auch eine IP-Adresse, sehen wir gleich, die ist 12-stellig in der Regel, IPv4-Format. Ihr könntet die Hochschule Osnabrück auch über diese IP-Adresse erreichen. Also die Webseite der Hochschule Osnabrück könnt ihr über eine IP-Adresse erreichen. Ist aber ein bisschen schwierig, sich das zu merken, weil das eine sehr kryptische Zahl ist. Und wenn ihr mehrere Webseiten erreichen wollt am Tag, müsstet ihr irgendwie diese ganzen IP-Adressen im Kopf haben. Und deswegen hat man sich überlegt, okay, es wäre ganz clever, wenn Menschen einfach einen entsprechenden Namen eingeben könnten, wie zum Beispiel hs-osnabrück.de. Und es gibt im Hintergrund irgendeinen Dienst, der dann rausfindet, welche IP-Adresse das ist. Und das macht im Wesentlichen dieser DNS-Service. Und wie gesagt, wir nutzen ihn heute, und unser Browser vor allen Dingen nutzt diesen Service im Hintergrund, sodass wir uns nur noch mit diesen einfachen Namen wie eBay, wie HS Osnabrück und so weiter rumschlagen müssen. Genau, und dann das ganze WWW, World Wide Web, wie wir es nennen, und damit verbunden die Idee des Hypertexts. Hypertexts sind einfach nur verlinkte Dokumente, also so wie wir sie kennen. Wir klicken auf einen Link und kommen zu einem anderen Dokument. Das Konzept wurde Anfang der 90er, also 1991 konkret, veröffentlicht und eingeführt und darauf dann basierend, wie gesagt, funktionierte dann auch der erste Browser, der 2 Jahre später kam, der dann eben dieses Hypertext-Format anzeigen konnte und uns dann mit grafischen Links die Möglichkeit gab, zwischen verschiedenen Seiten zu navigieren. Und das ist, wie gesagt, praktisch erst seit 1991 beziehungsweise später im Folgenden für uns, für den privaten Anwender nutzbar geworden. Hatte eben schon gesagt, dass am Anfang das Internet noch relativ langweilig war. Also damals natürlich nicht, damals war das toll und neu. Heute, wenn wir das so nutzen würden, würden wir sagen, das ist, ja, da kann man nichts machen. Man kann einfach nur Informationen sich anschauen, das ist alles sehr langsam und ist nicht sehr interaktiv, wenig Bilder, wenig Medien.
Und das hat sich dann geändert im Laufe der Zeit, dadurch, dass wir höhere Bandbreiten, eine bessere Infrastruktur haben, aber auch mit dem Begriff Web 2.0, der hat sich da sozusagen eingebürgert. Da ist nämlich etwas passiert, oder es ist schleichend passiert, aber man hat über diesen Zeitpunkt, wann sozusagen der Tipping Point war, so 2003, je nachdem, welche Quelle man dazu liest, wurde dieser Begriff Web 2.0 eingeführt. Weiß jemand, was man damit meint? Was hat sich da geändert? Ja, früher waren Webseiten wirklich ein einseitiges Kommunikationsmittel. Also der Webseitenbetreiber oder die Firma präsentiert Informationen für ihre Konsumenten, also diejenigen, die auf die Webseite gehen und diese Informationen lesen. Mit dem Begriff Web 2.0 meinen wir den Shift hin zu einer Interaktion mit dem Benutzer. Also der Benutzer ist nicht mehr nur länger Konsument, sondern er ist jetzt auch Ersteller und Autor von Informationen. Das fängt zum Beispiel an mit den Blogs. Also Leute, die was zu sagen hatten, was zu erzählen hatten, über irgendein Thema schreiben wollten, die konnten das tun, indem sie über eine Blogging-Plattform ihre eigenen Inhalte im Web präsentieren. Das ging aber auch darüber, dass zum Beispiel auf die ersten Social-Media-Websites, die da in der Zeit entstanden sind, Nutzer Beiträge posten konnten, Nutzer Bilder hochladen konnten, sich vernetzen konnten mit anderen Nutzern. Also dieser Gedanke des User-Generated Content, also von Nutzern erstellter Inhalt, der kam da also auf. Das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass die Technik es zuließ, dass die Bandbreiten groß genug waren, um auch Medien bereitzustellen, dass aber auch die Browser immer fähiger wurden, interaktive Inhalte anzuzeigen mit JavaScript. Das alles hat dazu geführt, dass wir sehr viel mehr Nutzerzentriertheit in den Webseiten bekamen. Und das hat sich dann manifestiert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch bei StudiVZ noch war. Wahrscheinlich, das ist so der deutsche Vorgänger von Facebook, kann man fast sagen. Die sind etwas früher an den Start gegangen. Oder auch OS Community, was sogar hier in Osnabrück relativ bekannt war. Ich glaube, die gibt es sogar noch. Gibt es nicht mehr? Also, ist schon ist abgeschaltet. Das sind alles so, die sind in der Zeit entstanden. Und dann kam 2000. Und da will ich jetzt die Jahreszahl nicht vorwegnehmen, aber wann war Facebook Launch? Ja? 4, genau. Also 2004 kam dann Facebook. Damals, weiß ich noch recht gut, da saßen wir im Rechnerraum, da habe ich gerade studiert. Und dann hatten wir in der Summer School amerikanische Austauschstudierende, die meinten dann, was ist denn das, dieses StudiVZ, was ist denn das da, was habt ihr da? Und dann haben die uns gezeigt, es gibt jetzt Facebook. Und damals haben wir alle gesagt, so ein Quatsch, gibt auch StudiVZ. Facebook setzt sich nie durch, ne? Da sind ja gar nicht so viele Leute aus Deutschland, wird auch keiner nutzen in Deutschland, kann man sich nicht vorstellen, heute wissen wir es besser, auch StudiVZ gibt es nicht mehr, Facebook ist auch schon auf dem absteigenden Ast, so weit ist es schon gekommen, aber es hat sich auf jeden Fall durchgesetzt gegenüber diesen anderen sozialen Plattformen, die es auch versucht haben. Also das ist sozusagen das, was wir mit dem Begriff Web 2.0 beziffern, und auch das Thema Cloud wurde da zum ersten Mal in den Mund genommen, also der Begriff, womit wir letztlich die Bereitstellung von Diensten, entweder Software, Infrastruktur oder Plattform als Dienstleistung im Internet meinen, wo Unternehmen sich dann sozusagen bestimmte Sachen mieten können. Also zum Beispiel ein ERP-System aus der Cloud würde bedeuten, ich habe kein eigenes ERP-System mehr im Hause, sondern ich mache alles bei einem anderen Anbieter über den Browser und hoste meine komplette Lösung dort. Das kann man etwas später, aber das Thema Cloud generell war auch schon Anfang der Jahrtausendwende aktuell. Ja, und dann haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein, das erste Smartphone. Hier ist der mittlerweile verstorbene Steve Jobs abgebildet, der damals das erste Smartphone präsentiert hat. Weiß jemand noch, wann das war? Machen wir da, ja. 2007 mit dem iPhone 1, genau. Das war das erste Smartphone, was sozusagen präsentiert wurde von Apple damals. Es gab damals schon andere Modelle, die so ähnlich waren, aber so dieses wirkliche Konzept des Smartphones, komplett auf Touch mit App, mit Apps und entsprechendem Ökosystem dahinter, das war da einmalig. Also es gab damals schon andere Geräte, die auch Touch hatten, die aber nicht dieses komplette Erlebnis darstellten, und das hat schon einen Meilenstein letztlich oder stellt einen Meilenstein dar, und danach sind dann viele andere gefolgt. Heute wissen wir, Apple zusammen mit Android beherrscht hier den Markt, und Smartphones sind auch nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag.
Und warum sind Smartphones eigentlich wichtig für die Entwicklung und Entstehung des Internet? Was haben wir jetzt dadurch, dass, oder was ändert sich dadurch, dass wir auch jetzt alle Smartphones haben? Eine gute Infrastruktur, was mobile Netzwerke angeht, gehört natürlich dazu, aber der Shift, der hier passiert ist, ist einfach, dass die Leute überall und immer online sein können. Ja, also wir können praktisch nicht nur zu Hause an unserem Rechner, wenn wir uns ins Internet einwählen oder irgendwie zu Hause am Desktop sitzen, mit dem Internet interagieren, sondern wir können das mittlerweile dann auch unterwegs, mobil, und wir tun das natürlich auch sehr, sehr viel, weil wir überall, wenn wir Informationen brauchen, sehr schnell darauf zugreifen können. Wir können unterwegs unsere Geschäfte erledigen, also Shopping-Apps nutzen, um bei Amazon zu shoppen oder was auch immer wir gerade machen. All das geht jetzt von überall und immer. Und das hat natürlich für die Entwicklung des Internets einen enormen Einfluss gehabt, weil wir auf einmal viel, viel mehr Benutzer und viel, viel mehr Traffic auch auf den Webseiten gesehen haben. Ja, dann möchte ich über den IPv6-Launch nur ganz kurz. Hat jemand das mitbekommen, dass es irgendwann eine neue Version der IP-Adressen gab oder gibt? Es läuft mittlerweile im Moment parallel. Was war das Problem? Wir hatten die alten IP-Adressen, die hatten 12 Zahlen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Die haben wir auch größtenteils immer noch. Aber man hat dann irgendwann gesagt, wir brauchen was Neues. Was war der Grund? Ja? Zu wenig IP-Adressen, ganz genau. Ja, wir haben damals, und wir sehen hier IP, das Konzept so in den 80er Jahren, hat man nicht vorhergesehen, dass wir, oder vielleicht hat man es einfach nicht, man hat es vielleicht vorhergesehen, aber man hat sich nicht darum gekümmert, dass wir mal so viele Geräte online haben werden, also das Smartphone und auch das Thema IoT, also dass verschiedene Geräte, wie zum Beispiel Waschmaschinen im Internet hängen und auch eine IP-Adresse brauchen. Das hat man damals nicht antizipiert und deswegen gesagt, okay, es reicht, wenn wir ein 12-stelliges IP-Adressensystem haben. Damit können wir aber nur eine begrenzte, vordefinierte Anzahl an IP-Adressen vergeben. Und irgendwann kommen wir halt an eine Grenze, die mittlerweile erreicht ist, sodass nicht mehr jedes Gerät auf der Welt eine eindeutige IP-Adresse bekommen kann. Das Problem löst man einfach dadurch, okay, wir machen einfach mehr Zahlen hinten dran, die IP-Adressen werden länger und jetzt haben wir eine Lösung, mit der wir vermutlich für immer auskommen werden, weil die, soweit ich das weiß, die IP-Adressen in der Version 6 erlauben es, mehr als Atome im Universum IP-Adressen zu vergeben. Also da sollten wir safe sein. Aber das ist, wie gesagt, etwas, was eben vorher nicht bedacht wurde und nachträglich geändert werden musste. Ja, und dann, das ist aus 2017, die neuen Statistiken aus 2019 würde ich mal demnächst aktualisieren, aber einfach, damit man es mal im Gefühl hat, also 65% Erwachsene weltweit, also global, besitzen und nutzen ein Smartphone. Das dürfte heute sich nochmal etwas erhöht haben. Aber da sind auch Entwicklungsländer mit einbegriffen. Da sind, wie gesagt, die ganze Erde mit einbegriffen. Und das ist, finde ich, schon ein relativ hoher Anteil, dass 65%, und das sind die Erwachsenen, sich untereinander online vernetzen können. Und 49 Millionen Menschen besitzen und nutzen ein Smartphone. In Deutschland 2017, wenn ihr da mal die ganzen Kinder abzieht, also von den knapp über 80 Millionen Menschen, dann kann man sagen, dass eigentlich jeder heutzutage, außer meine Eltern, ein Smartphone haben. Ja. Also das ist ein Riesenthema, riesen Erfolgsstory und heutzutage, wie gesagt, nicht mehr wegzudenken. Hier habe ich mal ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht erkennt ihr die. Das ist Twitter. Allerdings schon ein bisschen länger her. Ja, so sah Twitter mal aus, als es begann. Es hieß auch mal ohne, also Twitter ohne E. Das wurde auch nachträglich geändert. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass es mal so begann. Aber wenn man sich Amazon anschaut, das ist aus 95, soweit ich weiß. Das ist die Webseite, mit der Amazon damals an den Start gegangen ist und 1 Million Bücher angeblich schon verkauft hat. Über diese Plattform, das war der erste Anbieter. Da seht ihr, das hat nichts mehr mit der heutigen Webseite zu tun und ihr seht, damals war auch entweder der Geschmack oder die Möglichkeit, ein gutes Design umzusetzen, begrenzt.
Und wir haben noch zwei Beispiele. Das ist Facebook 2004, als es gelauncht wurde, hieß es noch The Facebook, Welcome to the Facebook. Und dann last but not least, das erkennt man wahrscheinlich gar nicht mehr, was es ist. Was könnte das sein? Ja, das ist eBay. Ja, das hieß damals Auction Web, wusste ich auch nicht, aber es wurde dann irgendwann übernommen, gekauft und wurde dann in eBay umbenannt. Aber das ist sozusagen der Vorgänger von eBay. Kann man sich, wie gesagt, in der heutigen Welt schwer vorstellen, dass das vier große Unternehmen sind, die heute eine große Dominanz haben in ihren jeweiligen Märkten. Aber die sind eben so gestartet vor 20 oder mehr Jahren. Ja, wir wollen uns jetzt mal anschauen, wir haben ja als Einstiegsbeispiel genommen, dass wir eine Webseite aufrufen wie die der Hochschule Osnabrück, die geben wir in den Browser ein und wir wollen mal anschauen, was passiert eigentlich im Hintergrund, wenn wir das tun. Also wir geben jetzt eine Adresse ein in unseren Browser und das könnte zum Beispiel die HS Osnabrück Seite sein, die ihr über die Adresszeile eintippt und ihr drückt dann ja in der Regel Enter und im Hintergrund macht der Browser jetzt oder schnürt der Browser jetzt ein Paket und dieses Paket nennt man, oder das kann man sich vorstellen wie so ein Brief. In dem Brief stehen ein paar Informationen drin und der Brief heißt HTTP Request. HTTP, das ist das Protokoll, mit dem wir im Browser Webseiten öffnen können. Also das steht für Hypertext Transfer Protocol und definiert einfach nur, wie so eine Anfrage eines Browsers an einen Webserver aussehen muss. Also was muss da drin stehen? Da muss zum Beispiel drin stehen, wer ist derjenige, der anfragt. Also da steht eure IP-Adresse drin. Da steht drin, mit welchem Gerät fragt ihr an. Also was ist euer Client? Was für einen Browser nutzt ihr? Da steht drin, wohin soll denn dieser Briefumschlag geschickt werden? Da steht die IP-Adresse des Zielservers drin und so weiter. Und das schickt der Browser im Hintergrund ab. Und weil er dieses hsosnabrück.de jetzt nirgendwo hinschicken kann, weil wir im Welt der IP-Adressen unterwegs sind, also das Internet kennt nur IP-Adressen, muss er zunächst mal ein sogenanntes DNS-Lookup machen. Und das DNS-Lookup könnt ihr euch vorstellen wie ein Telefonbuch. Ja, das ist das, was wir eben beschrieben haben. Ihr kennt hs-osnabrück, das können wir uns relativ gut merken. Wir könnten uns aber nicht diese IP-Adresse merken, die da rechts steht. Das wäre jetzt die IP-Adresse der Hochschule Osnabrück, über die wir auch die Webseite erreichen könnten. Was passiert also? Wir machen DNS-Lookup. Das ist nichts anderes als eine Anfrage bei einem Service oder es gibt mehrere DNS-Services und da wird praktisch nachgefragt, okay, jetzt möchte jemand die hs-osnabrück-Seite aufrufen, hat wohl die Adresse hs-osnabrück.de. Welche IP-Adresse kann das denn sein? Dann gibt dieser Service, das ist jetzt letztlich vorzustellen wie ein Telefonbuch, die Information zurück, okay, das ist die 131.173.251.171. Das wird dann praktisch mit in diesen Umschlag gesteckt und dann weitergeleitet über verschiedene Hops, wie man das nennt, oder über verschiedene Knoten. Also ihr müsst euch das Internet vorstellen wie ein großes Netzwerk und jeden Rechner in diesem Netzwerk nennen wir einen Knoten. Also euer Rechner wäre sozusagen derjenige, der diesen Request abschickt. Und ihr geht aber ja über irgendeinen Anbieter ins Internet. Also hier zum Beispiel seid ihr wahrscheinlich über Eduroam, über das Rechenzentrum der Uni Osnabrück eingewählt. Das heißt, eure Anfrage wird erstmal an den Server, der bei euch in der Verbindung eingetragen ist, geschickt. Und der übernimmt dann sozusagen, und da in diesem HTTP-Request drinsteht, wo das dann irgendwann mal hingehen soll, kann der entscheiden, okay, wo muss es als nächstes hingeschickt werden. Und so kann das dann über mehrere Hops oder über mehrere Schritte dann letztlich an dem Server der Hochschule Osnabrück auch ankommen. Je nachdem, wo wir uns befinden und wie nah diese Knoten beieinander liegen, können diese Schritte weniger sein, es können aber auch mehr sein. Ja, also in dem Fall, dass die Hochschule Osnabrück ihre Server, glaube ich, auch bei der Uni hostet, ist da wahrscheinlich nicht viel
Latenz dazwischen, also da sind nicht viele Schritte notwendig. Aber wenn ihr einen Server irgendwo in Asien oder in den USA anpingt, dann kann es sein, dass da mehrere Schritte dazwischen sind, die sozusagen über die euer Paket geht. Und euer Paket, und damit meine ich jetzt diesen HTTP-Request, der geht auch nicht als ein Umschlag sozusagen immer um die Welt, sondern der wird zerteilt. Der wird zerstückelt in Pakete und es wird sozusagen, die Pakete nehmen alle unterschiedliche Wege, redundant, und werden am Ziel, also der Webserver erhält dann diese Pakete, sammelt sie ein und sagt, okay, ich habe jetzt alle Teile und setze sie wieder zusammen. Das ist genau das Konzept dieser Redundanz. Also wir wollen sicherstellen, dass über verschiedene Möglichkeiten unser Request seinen Weg zum Ziel findet. Wenn ich jetzt nur einen einzigen Umschlag abschicken würde und nur ein Paket abschicken würde, dann könnte das Paket relativ leicht verloren gehen, weil zum Beispiel gerade ein Hop, zu dem ich schicken will, der ist nicht erreichbar, dann ist mein Paket im Nirvana verschwunden und ich bekomme nie eine Antwort, meine E-Mail kommt nie an, was auch immer ich gerade mache. Und deswegen wird das Ganze in kleine Pakete zerstückelt und mehrfach redundant über verschiedene Wege geschickt, und sobald der Zielhost erkennt, das ist ein vollständiges Paket, das gehört zusammen, kann das sozusagen wieder zusammengesetzt werden und dann bearbeitet werden. Ja, was macht dann der Webserver damit? Der bekommt jetzt euer Paket, eure Anfrage, und er, ganz platt gesagt, er schickt die Antwort zurück. Und was dazwischen passiert, hängt davon ab, was ihr von dem Server wollt. Also ihr fragt ja irgendetwas an, ja, also wenn ihr eine Webseite aufruft, dann fragt ihr nach dem Quelltext dieser Webseite. Also ihr sagt dem Server, schick mir mal den Quelltext der Webseite HS Osnabrück, weil den kann dann euer Browser anzeigen und ihr könnt auf der Seite navigieren. Das kann aber auch sein, dass ihr was anderes von dem Server wollt. Wenn ihr zum Beispiel eine Datei runterladet, ja, dann fragt ihr nicht nach einer Webseite, sondern sagt ihr, gib mir mal die Datei. Das ist dann eine andere Art von Response und auch eine andere Art von Request. Sind zwar weiterhin HTTP-Requests, aber die Anfrage ist eine andere und der Server reagiert dann anders darauf. Es kann sein, dass ihr eine E-Mail verschicken wollt, dann würde eben der E-Mail-Server eure E-Mail empfangen und an den Adressaten zustellen. Also je nachdem, was ihr hier für eine Funktion habt, die ihr von dem Webserver erwartet, und in der Regel, wenn wir über Webseiten sprechen, ist das ein Webserver, der eine Webseite zurückgibt, bekommt ihr dann eine entsprechende HTTP-Response und die ist dann nach dem gleichen Protokoll aufgebaut wie der Request. Nur euer Client, euer Browser erkennt, okay, das ist die Antwort auf den Request, den ich eben geschickt habe, und zeigt euch die Seite an. Genau, dadurch, dass der Request hier unten auch eure IP-Adresse beinhaltet, ja, das ist ganz wichtig zu wissen, also wenn ihr eine Webseite aufruft, hat der Webserver auch eure IP-Adresse, die braucht er aber auch, damit er die Nachricht zurückschicken kann, damit er weiß, wohin soll ich denn die Antwort schicken. Und wenn man sich das mal, das ist jetzt aus dem Wirtschaftsinformatik-Lehrbuch eine Grafik, die zeigt, das zeigt im Prinzip das gleiche Bild. Also wir haben hier unseren Browser, hier ist das Internet und wir schicken eine Anfrage an den Webserver. Da sind jetzt diese ganzen Details ausgelassen, aber letztlich ist es häufig so, dass da nicht nur ein Server steht, sondern dass da in der Regel ein Webserver steht, der die Anfrage entgegennimmt. Und wir dann verschiedene Server dahinter haben, die dann bestimmte Aufgaben übernehmen. Also zum Beispiel bei Amazon, einer relativ komplexen Anwendung, die im Hintergrund läuft, nämlich alle Produkte anzeigen zu können, wenn ihr irgendwelche Produkte sucht, möglichst schnell Ergebnisse zu liefern, euch die Recommendations, die zu eurem Profil passen, anzuzeigen. All das passiert nicht auf einem Server, sondern da ist in der Regel eine ganze Architektur dahinter. Und hier mal vereinfacht dargestellt, da kann ein Anwendungsserver dahinter stehen, der bestimmte Anfragen entgegennimmt. Dann ist da irgendwo eine Datenbank noch, die die ganzen Daten verwaltet und auf Anfrage zurückgibt. Und dann gibt es oft auch noch Backend-Systeme, die letztlich die operativen Systeme darstellen, mit denen die Unternehmen arbeiten, aus denen dann auch wieder Informationen kommen können. Also das ist nicht so, dass immer ein Rechner eure Anfrage bedient, sondern oft ist es so, dass dahinter eine ganze Struktur oder Architektur von Rechnern steht, die dann letztlich das Ergebnis zusammenbauen und euch zurückschicken. Genau, dann wollen wir uns jetzt mal anschauen, wir haben eben gesagt, hsosnabrück.de, schön und gut. Was ist das eigentlich und wie können wir das in Einzelteile zerlegen? Und das ist, was wir Domains nennen. Also eine Domäne ist praktisch eine Adresse im Internet.
und die kann man zerlegen in einzelne Bestandteile. Und das machen wir hier mal. Also ihr seht hier das Beispiel wieder hsosnabrück.de. Und da gibt es hier vier Bestandteile und wir fangen mal ganz links an. HTTPS ist der Standard heute. Das steht für Hypertext Transfer Protocol und dann das S steht für Secure. Früher habt ihr wahrscheinlich häufiger HTTP-Seiten aufgerufen, weil damals der, es gab eine Zeit, da gab es diesen Secure-Standard noch nicht. Das hat sich dann immer stärker dahin entwickelt, dass wir eine sichere Kommunikation haben wollen. Also das, was letztlich HTTPS meint, ist, dass der Briefumschlag, ja, wenn ihr bei diesem Bild bleibt, der verschickt wird, der Inhalt von diesem Briefumschlag, der ist für andere nicht lesbar, der ist verschlüsselt. Während er bei dem HTTP-Protokoll theoretisch von jemandem, der mittendrin euer Paket abfängt, lesbar gewesen wäre. Und deswegen ist heute der Standard HTTPS, weil man sicherstellen möchte, dass eben keiner mitlesen kann, was ihr für Anfragen und vor allem auch für Inhalte aus dem Web bekommt. Und deswegen HTTPS. Mittlerweile ist es auch so, dass die gängigen modernen Browser euch entweder warnen, wenn ihr eine HTTP-Seite aufruft, dann steht da oben so ein roter Hinweis, Vorsicht, diese Kommunikation ist nicht verschlüsselt. Und manche sind sogar so strikt, dass sie euch die Seite gar nicht mehr öffnen lassen. Das liegt natürlich dann an den Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Aber im Unternehmenskontext zum Beispiel ist häufig die Einstellung seitens der IT, dass man solche Seiten nicht mehr zulässt. Das heißt, der Standard HTTPS hat sich da durchgesetzt und ist auch deutlich sicherer. Das ist das Protokoll. Bedeutet aber, wir können auch andere Protokolle nutzen. Kennt ihr noch andere Protokolle, mit denen ihr im Web irgendwelche Sachen anfragen könnt? Ja? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ja, genau. Also wenn ihr nichts eingibt, dann nimmt der Browser an, dass ihr HTTPS meint, weil das so der Standard ist. Und mit dem Browser macht man in der Regel auch nichts anderes. Kann man theoretisch schon. Es gibt andere Protokolle, die ihr explizit eingeben könntet. Ich weiß nicht, wer schon mal vom FTP-Protokoll vielleicht schon mal gehört. File Transfer Protocol, das ist, wenn ihr Dateien hinterher schickt. Früher gibt es extra Clients für, gibt FTP-Server, die sprechen dieses FTP-Protokoll. Das ist einfach nur ein anderes Protokoll, was dann der Server sprechen muss, um zum Beispiel Dateien auszutauschen. Es gibt verschiedene Protokolle. Wir arbeiten in der Regel im Web mit dem HTTP bzw. HTTPS-Protokoll, aber das ist, wie gesagt, eins von mehreren, die es gibt. Der nächste Bestandteil, den wir häufig immer noch bei Webseiten www, ist früher so ein Standard gewesen, heute ist es praktisch kaum mehr sichtbar. Ich glaube, die meisten geben www nicht mehr extra ein. Liegt daran, dass das ein bisschen obsolet geworden ist. Also www war früher sozusagen angedacht als neben anderen Dingen, die man im Internet machen kann. WWW sollte diesen Gedanken des World Wide Web, nämlich das Aufrufen von Webseiten und dieses Vernetzen von Webseiten darstellen. Also das war sozusagen als Dienst gedacht für den normalen Nutzer, um bestimmte Webseiten zu erreichen. Das ist aber letztlich nichts anderes technisch als eine Subdomäne, die ihr auch heute vielleicht noch seht, wenn ihr auf eine Webseite geht und die hat einen Blog, dann ist das häufig blog.namederwebseite.de. Das ist auch eine Subdomain. Also www wurde sozusagen als Standard definiert für den Einstiegspunkt ins World Wide Web. Heutzutage ist es so, dass wenn ihr www eingibt oder es weglasst, häufig der Webserver beides gleich behandelt. Also es ist eine Einstellungssache auf dem Webserver. Standardmäßig ist es so, dass im Prinzip beides zu dem gleichen Ort in 90% der Fälle führt. Ich kann aber trotzdem weitere Subdomains haben und ich glaube, die Hochschule Osnabrück hat, glaube ich, ist oscar.hs-osnabrück? Ich glaube schon. Kann das mal jemand verifizieren? Ich glaube, ist oscar. Ja, das ist eine Subdomäne, also da kann ich praktisch auf dem Webserver sagen, okay, ein bestimmter Anwendungsbereich meiner Webseite, und zwar das Studentenportal oder das Learningportal, soll über die Subdomäne oscar.hs-osnabrück erreichbar sein. Aber es ist trotzdem in der Domäne HS Osnabrück. Das ist nämlich die Domäne. Der eigentliche Name hsosnabrück.de, das ist der Domäne, das ist die Top-Level-Domäne, das ist die Top-Level-Domäne, DE. Und wie gesagt,
Oscar wäre eine Subdomäne. Da könnte ich noch weitere haben. Ich glaube, ich habe auch irgendwie, die haben eine Typo3-Instanz für das Content-Management-System der Webseite. Das ist dann unter typo3.hsosnabrück.de erreichbar und so weiter. Genau, und die Domäne ist letztlich der Name, setzt sich zusammen aus der Domäne und der Top-Level-Domain. Und die Top-Level-Domain, das ist sowas wie de.com, .biz, was auch immer. Das sind hier mal beispielhaft für Europa dargestellt, die Top-Level-Domänen der europäischen Länder. Also wenn ihr eine Seite habt, die mit .es endet, dann bedeutet das, das ist eine Domäne aus Spanien. Heißt nicht notwendigerweise, dass dieser Server in Spanien steht. Das heißt einfach nur, dass die ursprünglich für Spanien reserviert war. Ihr könnt natürlich auch solche Domains kaufen, wenn ihr wollt. Wir verwenden in Deutschland häufig .de für kommerzielle Zwecke, .com, das steht für commercial. Organisationen nutzen häufig .org. In den USA nutzen Bildungsinstitutionen häufig .edu, edu für education. Also es gibt eine ganze Reihe von nicht länderassoziierten Domänen, die ja, nutzbar sind. Es gibt sogar .köln mittlerweile, .berlin, also es gibt die größten Städte haben jeweils ihre eigene Top-Level-Domäne und je nachdem, was man halt für eine Anwendung hat oder für ein Geschäft hat, sucht man sich halt eine aus, die dazu passt. Genau, und letztlich münzt sich dann genau das hier, Domäne plus Top-Level-Domäne, in eine IP-Adresse um. Also das ist das, was einer IP-Adresse zugewiesen ist. Genau, und wenn ihr jetzt ins Internet euch verbindet und ihr seid zu Hause oder in der Hochschule, dann verbindet ihr euch ja, das wisst ihr wahrscheinlich, über irgendeinen Provider mit dem Internet. Und hier ist das als Internet Service Provider bezeichnet, also ISP. Und je nachdem, welchen ihr habt, das kann die Telekom sein, das kann Osnatel sein, das kann das Rechenzentrum der Uni Osnabrück sein, mit dem ihr euch über Eduroam einwählt, ist das derjenige, der euch sozusagen Zugang zum Internet verschafft. Und je nachdem, wo, wie gesagt, wieder über welchen Weg ihr euch einwählt, kann das über ein Modem geschehen, muss aber nicht zwangsweise. Das ist also eine Möglichkeit, die man häufig eben von zu Hause über ein DSL-Modem wählt man sich dann ein und bekommt dann von dem ISP, also von dem Service Provider, eine IP-Adresse zugewiesen. Ja, also die Aufgabe des ISP im Wesentlichen ist es, eurem Gerät, das ins Internet möchte, eine IP-Adresse zuzuweisen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, bei IPv4 waren dann irgendwann nicht mehr genug IP-Adressen vorhanden, dass jeder eine eindeutige bekommen kann. Das ist aber notwendig, weil wenn ihr nicht eine eindeutige IP-Adresse hättet, dann wüsste ein Server, der euch eine Antwort schickt, sagen wir, es gibt eure IP-Adresse nochmal in den USA, dann wüsste der nicht, oder man könnte nicht entscheiden, zu welchem Rechner soll denn die Antwort geschickt werden. Das heißt, das ist wichtig, dass das sichergestellt wird. Und deswegen bekommt ihr von einem ISP auch eine eindeutige Adresse. Und vielleicht habt ihr auch schon mal gesehen, dass manche Webseiten rausfinden können, wo ihr euch befindet, obwohl ihr gar kein GPS nutzt. Das machen die dann zum Beispiel auf Basis der IP-Adresse. Die können auflösen, über die IP-Adresse kann man aussagen, wer ist der ISP, das ist bekannt. Also zum Beispiel hat Osnatel eine bestimmte Range, also eine bestimmte Menge an IP-Adressen, die sie vergeben. Also sie arbeiten in einem bestimmten Bereich. Und wenn man eure Adresse dann sozusagen hat, dann kann man sagen, aha, das ist Osnatel, aha, der ist gerade mit der Telekom eingewählt oder mit einem anderen regionalen Anbieter. Und dann kann man anhand der IP-Adresse nicht sehr genau, aber ungefähr rausfinden, wo diese Person oder dieser Rechner, der sich gerade eingewählt hat, sich befindet. Das ist dann diese sehr ungenaue Ermittlung der Geodaten auf Basis der IP-Adresse. Das hat dann nichts mit GPS zu tun, sondern wirklich nur über die IP-Adresse. Und dann, wie gesagt, der ISP, der bietet euch dann Zugang zum Netz, zum Internet und das erfolgt dann in Schritten. Der ISP ist angebunden an regionale Netzwerke, die dann einen größeren Bereich umfassen, zu dem ihr dann sozusagen über den ISP Zugang bekommt. Und dann sind diese Netzwerke wiederum mit dem nächstgrößeren verbunden. Das könnten zum Beispiel National Networks sein, je nachdem, wie granular die Ebenen sind. Und das National Network, das würde dann zum Beispiel über einen Backbone, das sind hier diese grün dargestellten Verbindungen, euch mit dem Rest der Welt vernetzen.
Das kann zum Beispiel, also in Frankfurt steht ein großer Backbone. Das ist einfach nur ein Kabel, das letztlich eine Verbindung zu den anderen nationalen Netzwerken herstellt. Und der meiste Traffic, den wir hier in Deutschland erzeugen, der geht dann irgendwie über Frankfurt, wenn er international geht, woanders hin. Und so ist das dann im Prinzip aufgebaut. Und was wir dann letztlich ja irgendwo benötigen, ist eine Verbindung von Europa in die USA, nach Afrika und in alle anderen Kontinente. Und das ist letztlich über Kabel, 99% des Verkehrs geht über Kabel, die im Wasser liegen, unter Wasser. Das sind optische Kabel, also Glasfaserverbindungen, die arbeiten mit Lichtgeschwindigkeit, können also sehr, sehr schnell Daten übertragen. Und es gibt mittlerweile eine ganze, ganze Reihe von Kabeln. Und ich habe dazu, das passt noch rein, ein kurzes Video mitgebracht. Ich hoffe, der Ton funktioniert hier. Das können wir uns noch zum Abschluss anschauen. Ich muss nur schauen, warum ich hier kein Audio bekomme. Moment. So. Also das waren nochmal ein paar Fakten zu diesen Kabeln unter Wasser und ich finde, das ist sehr faszinierend. Also wir haben gesehen, über 300 von denen verbinden unsere Kontinente und es gibt eins, das 40 Landpunkte miteinander verbindet. Also ich finde, das ist eine, wenn man sich das vorstellt, und 99% der Kommunikation läuft darüber, was man da für eine Infrastruktur geschaffen hat, damit wir miteinander kommunizieren können. Stellt nochmal, oder hebt nochmal hervor, was eigentlich die Bedeutung des Internet für uns Menschen heutzutage darstellt. Also diesen enormen Aufwand habt ihr auch gerade kurz beziffert gesehen und das wird stetig erweitert. Finde ich relativ beeindruckend, sich das mal klar zu machen, was da eigentlich dahinter steckt. Und deswegen hatte ich dieses Video ganz passend jetzt auch zum Ende der Sitzung nochmal eingestreut.